Boudoir Secrets präsentiert Heroes, the Self-Love Podcast. Ja, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Heroes, der Self-Love Podcast. Unsere 10. Ausgabe. Mein Name ist Patrick. Ich bin noch immer Boudoir- und Aktfotograf in Wien. Darf noch immer das Leben, die Liebe und meine Leidenschaft mit meiner bezaubernden, wunderschönen, umwerfenden Frau Carmen teilen. Das muss ich nachdenken wegen einem Namen, gell? Das sagst du noch falsch. Und Carmen, servus. Wie geht's dir? Sehr gut. Danke, danke, danke. Heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir haben kein Shooting, von dem wir berichten, sondern wir haben ein Interview. Die liebe Asra ist bei uns zu Gast. Und die Asra ist psychologische Beraterin für Beziehung und Sexualität. Sie ist Lebens- und Sozialberaterin und sie ist Yoga-Lehrerin und Tantra-Masseurin. Das heißt, sie deckt sehr viele Bereiche ab, die sich um den Menschen, um die Beziehung, um die Sexualität drehen. Da gibt es sehr viele Überschneidungen in ihrer Tätigkeit und in unserer Tätigkeit, worüber wir heute sprechen wollen. Freust du dich schon drauf? Was erwartest du dir? Ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich bin neugierig, weil ich glaube, ja, dass das viele, viele interessieren wird, dieser Podcast. Ja. Es gibt natürlich am Ende des Podcasts, wie immer, ein Shooting zu gewinnen. Es zahlt sich also nicht nur vom Inhalt her, dabei zu bleiben und sich den Podcast anzuhören, sondern es gibt am Ende dann, das verraten wir dann wieder, ein Shooting bei uns zu gewinnen. Das heißt, bleibt dran, genießt den Podcast und wir steigen jetzt gleich ins Interview mit der lieben Asra ein. Also ich hole mal ein bisschen aus, da wo ich herkomme, war ich sehr stark getrieben davon, einem äußerlichen Schönheitsideal zu entsprechen. Ich habe extrem viel Sport gemacht, ich habe auf meine Ernährung geachtet. Ja, also ganz, ganz viel Energie ist da reingeflossen. Und ich glaube, so der erste Samen zu einer Veränderung war in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, dann Geburt, Stillzeit, wo wirklich durch diese tiefgehende Erfahrung mir bewusst wurde, was mein Körper eigentlich kann, zu was er in der Lage ist. Und dass das eigentlich viel genialer ist, als einfach nur schön auszuschauen und von jemandem eine Anerkennung von außen dafür zu bekommen. Genau, und ich glaube, da hat es so ein bisschen angefangen, sich zu wandeln. Und dann ging es nochmal richtig tief in den Prozess mit der Befassung mit Tantra, mit dem Eintauchen in körperlich-tantrische Erfahrungsräume. Genau, und es war definitiv eine Reise und es ist immer noch eine Reise. Ja. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, hat sozusagen dieses Bewusstwerdens der Fähigkeiten deines Körpers, was da für Wunder passieren, aber dann auch wieder sozusagen einen psychischen Prozess bewirkt. Also das war eine Wechselwirkung, wie du den Körper gesehen hast, wie du dich wahrgenommen hast. Weil ich nehme an, dass du das ja in der Arbeit, ähnlich wie wir, auch das eine oder andere Mal erlebst, wenn wir erleben, wie sich Frauen plötzlich anders sehen und wie sich eine Perspektive wechselt, wie sich das auf ihr Innerleben dann sozusagen auswirkt. Ist das bei dir auch so oder welche Erfahrungen hast du da? Total. Also es hat definitiv was mit der Psyche gemacht, beziehungsweise hat sich auf die psychische Ebene natürlich ausgewirkt, weil wenn ich davor meinen Selbstwert sehr stark damit in Verbindung bringe oder dadurch nähere, ob ich einem Schönheitsideal entspreche, fußt es auf ziemlich wackeligen Beinen, sage ich mal. Anders, wenn ich ein Körperbewusstsein entwickle und daraus feststelle oder daraus diese Erfahrung mache und das Bewusstsein entwickle, dass ich weitaus mehr bin, als wie dieser Körper ausschaut, das hat eine ganz andere Substanz und das hat eine ganz andere Energie in mir irgendwie zum Vorschein gebracht, auch fast eine Kraft. Genau, und das hat auf der psychischen Ebene dazu geführt, dass ich viel sanfter mit mir geworden bin, nicht mehr so hart ins Gericht gegangen bin. Wenn ich mal was ordentlich gegessen habe zum Beispiel. Also ich glaube, jede Frau kennt diese Themen und diesen negativen Self-Talk. Und ja, es hat sich eine ganz große Sanftheit in meinem Leben dadurch entwickelt. Und ich habe mir viele Dinge erlauben können. Und ja, ich würde echt sagen, dass sich die Lebensqualität dadurch für mich maßgeblich verbessert hat. Und die Perspektive hat sich von einer sozusagen nach
außen gerichtet oder sozusagen, dass die Akzeptanz von außen kommt, sondern nach innen gerichtet, einfach umgeschiftet, dass du mit dir im Reinen sein willst und dass du mit dir okay sein willst. Und das ist, kann man das so vereinfacht sagen? Kann man definitiv so sagen. Und ich glaube, dieser Shift hat auch erst dazu beigetragen, dass ich wirklich begonnen habe, meinen Körper wirklich von innen heraus zu spüren, wahrzunehmen und auch zu genießen. Weil vorher war ja immer eher im Vordergrund, wie sieht das alles aus, was ich da mache, ja. Und das erlebe ich auch bei vielen Klientinnen in den Gesprächen, so diese Thematik. Ich kann mich nicht fallen lassen mit meinem Partner, weil ich mir halt so viele Gedanken mache. Wie sieht mein Körper aus? Habe ich da irgendwo eine Falte? Habe ich da irgendwo Zellulitis? Und so weiter und so fort. Das sind ja Themen, die wir beim Shooting genauso kennen. Jeder hat seine Problemzöhnchen, ja, wo man meist zu sich viel strenger ist als zu anderen. Also das erleben wir so sehr. Ja. Heute, wo ich dann nochmal explizit, wir haben heute ein Shooting gehabt, wo ich nochmal explizit nachgefragt habe, also sie hat mir gesagt, was ihre Problemzone ist. Ich habe sie nach eineinhalb Stunden noch immer nicht, also sozusagen nachvollziehen können. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ja. Und dann gesagt, nochmal ganz vorsichtig, darf ich dich fragen, weil ich möchte natürlich schöne Bilder machen. Wo siehst du das Problem mit deinen Beinen? In dem Fall waren es die Beine, weil die einfach unfassbar schön, also die Proportionen waren perfekt. Das waren die Beine, waren jetzt nicht dicker, dünner, als sie sozusagen ich sie empfinden würde, dass das passt. Ich fand jetzt nicht, dass sie massiv... Ich fand deine Frage... Ich habe keinen Fehler gefunden, wirklich. Ja. Ich hab mich bemüht und dann hat sie ja gesagt, da und dort und da. Und es war so streng zu sich selbst. Ich glaube, sie wäre nie so streng zu jemandem anders. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den wir da haben. Vielleicht, wenn ich fragen darf, für dich in deiner... Hast du in der beratenden Funktion, hast du da immer Paare vor dir oder hast du auch oft Einzelpersonen, die Dinge aufarbeiten? Es sind tatsächlich immer noch vermehrt Einzelpersonen, jetzt gerade in den Einzelsessions, Paare etwas weniger. Und in den Workshop-Settings habe ich dann auch vermehrt mit Paaren zu tun, ja. Und bei den Einzelberatungen und auch bei den Tantra-Ritualen, wie würdest du sagen, ist ungefähr das Verhältnis Männchen-Weibchen, wenn wir sozusagen in alten Strukturen denken? Von der Anzahl her meinst du? Ja, oder prozentuell? Ja, ist es ja. 50-50 oder ist es... Nee, also in meinem Fall immer noch nicht, wobei ich definitiv sagen kann, dass die Kurve steigend ist in Richtung mehr weibliche Klientinnen. Aber ich würde sagen, es hält sich immer noch so eher dreiviertel Männer, ein Viertel Frauen die Waage. Ja. Weil das Thema ist ja auch bei uns, wir fotografieren eigentlich nur Frauen oder dann Paare, wo dann sozusagen der männliche Teil dazukommt. Und ich glaube, und das möchte ich jetzt fast ausklammern für den Podcast, dass sozusagen Männer das Selbstwertgefühl ein bisschen anders sozusagen bilden wie Frauen. Und wir möchten jetzt einfach sozusagen Frauen und den weiblichen Aspekt da beleuchten. Und da ist die Frage aus deiner Erfahrung heraus sozusagen, wie siehst du da die Verbindung zwischen eben der körperlichen Selbstakzeptanz und diesem psychischen Wohlbefinden gerade bei Frauen? Das ist doch eine spezielle Konstellation oder das ist doch sehr stark vielleicht auch an den Körper gebunden, oder? Ich glaube, dass wir Frauen gelernt haben oder sehr früh lernen, durch all das, ich sehe es ja bei meiner Tochter, ja, alles ist voll mit Frauenkörpern und mit irgendwelchem Schönheitsideal der heutigen Zeit entsprechen, wie die sich kleiden, wie die ausschauen, wie die sich schminken und so weiter, wie sie sich bewegen und ich beobachte ja, wie es schon ein kleines Mädchen diesem Ideal nacheifert, diesem Vorbild. Und ich glaube, dass wir alle Frauen damit aufwachsen oder eben sehr viele, um es jetzt nicht zu verallgemeinern, dass wir uns identifizieren mit unserem Körper und mit unserem Aussehen. Und dann gibt es dieses Schönheitsideal, das von außen vorgegeben ist. Und alles an mir, was einzigartig ist, was diesem Schönheitsideal nicht entspricht, lehne ich dann ja per se ab, weil ich will ja wie das Schönheitsideal aussehen, weil ich in mir verankert habe, wenn ich so ausschaue, dann werde ich geliebt, dann bekomme ich Anerkennung von außen in Form von Liebe, Zugehörigkeit, was auch immer. Und ich glaube, die Herausforderung ist es, ein psychisches Wohlbefinden zu entwickeln, wenn ich mich in meinem Körper gar nicht wohlfühle. Und wie kann ich mich in dem Körper wohlfühlen, wenn ich ihn ablehne oder wenn ich Teile dieses Körpers ablehne? Also ich
vergleiche es gerne mit dem Bild, wenn ich in einem Raum bin, der richtig schier ist, der mir nicht gefällt, ja, da fühle ich mich auch nicht wohl. Mhm. Dann kann ich mich in meinem Körper genauso wenig wohlfühlen, wenn ich sage, das ist nicht schön an mir, das passt nicht, das passt nicht. Mhm. Ja, also ich glaube, dass es sehr, sehr großen Einfluss aufs psychische Wohlbefinden hat. Und wie ich auch schon aus der eigenen Geschichte erzählt habe, ich weiß, wie viel Energie eben wirklich gefressen wird durch dieses, ich muss dem entsprechen und ich muss dem nacheifern. Mhm. Mhm. Wie kann der Weg dort losgehen, um sich jetzt sozusagen mehr Akzeptanz selber zu geben mit mehr? Weil am Ende des Tages, es gibt dieses Love it, leave it or change it. Also sozusagen, ja, ist beim Körper ein bisschen schwierig, aber sozusagen, ja, man kann ja gewisse Änderungen, kann man ja durchaus annehmen, also das beginnt jetzt, ich kann meinen Haarschnitt kann ich ändern oder ich kann meinen Kleidungsstil ändern und da ein bisschen bewusster werden, jetzt auch unabhängig von meiner Körperform, kann ich sagen, ich ziehe mich nett an, ich trage Kleidung, die mir gefällt, in der ich mich wohlfühle, ich kann natürlich sozusagen einfach, weil es mir gut tut, kann ich mich bewegen, also da gibt es schon Dinge, wo man sich auch selbst spürt, also glaube ich, wo man sich auch wahrnimmt. Mhm. Mir, das war immer für mich so etwas, wenn ich mehr Sport mache, wenn ich viel Sport mache, manchmal ist das einfach sich selbst spüren, ist auch etwas, vielleicht im Moment, wenn man sich verausgabt, hasse ich es, aber nachher fühlt es sich einfach gut an. Also da gibt es Dinge, was würdest du sagen, was sind da die ersten Schritte, um in dieses mehr nach innen zu sich kommen, was man da machen kann? Ja, ich weiß nicht, ob es die ersten Schritte sind und es gibt sicher ganz viele Wege, die dorthin führen. Was mir immer wichtig ist, wir sind sowohl der Körper, all diese Bereiche und die Erfahrungen, die wir machen können. Und wir haben halt auch diesen Verstand, wo wir Erfahrungen sammeln, Erinnerungen speichern und so weiter. Und ich glaube, dass man immer beides mitnehmen muss, um wirklich eine tiefgehende, tiefgreifende Veränderung einzuleiten. Und auf der Verstandesebene ist es definitiv dieses Hinterfragen des Schönheitsideals. Wer sagt denn, dass genau das nur das schön ist? Ja? Auch wenn du 5 Frauen fragst, die werden auf 5 verschiedene Männertypen stehen. Ja? Warum glauben wir Frauen, dass jeder Mann auf ein und dasselbe Schönheitsideal steht, zum Beispiel? Zumal sich die Schönheitsideale ja in der Geschichte schon tausende Male geändert haben. Genau. Also dieses Schönheitsideal zu hinterfragen und dann auch zu schauen oder sich klarzumachen, weil davon bin ich überzeugt, die Frauen, die sich voll wohlfühlen in ihrem Körper, die ihren Körper total annehmen, tun das nicht, weil sie zu 100% dem Schönheitsideal entsprechen, sondern weil sie drauf scheißen. Mhm. Ja? Sie sagen, hey, I don't care. Mhm. Ja? Also das wäre so diese eine Ebene, so diese Überzeugungen einfach immer wieder zu hinterfragen und sich bewusst zu entscheiden, nein, ich denke jetzt anders, weil es mir einfach nicht gut tut, so zu denken, wie ich bisher gedacht habe zum Beispiel. Und auf der Körperebene, klar, kann man tiefgreifende Erfahrungen machen, wie eine Schwangerschaft, Geburt, schwerwiegende Krankheit, die man besiegt vielleicht oder wenn man einfach bedenkt, wie viel Lust, wie viel Freude, wie viel ekstatische, berührende Momente man durch den Körper erleben kann, wie viel tolles Essen schmecken, wie viel Schönheit sehen, ja, also so das in den Vordergrund rückt. Oder sich eben bewusst dazu entscheidet, neue Erfahrungen auf der Körperebene zu machen, sich neu und vielleicht auch überhaupt mal zu spüren. Um so mehr und mehr diese Verbindung, diese Beziehung zum eigenen Körper zu vertiefen oder auch überhaupt einmal aufzubauen. Da geht es in meiner Vorstellung ganz viel um dieses, ich lerne meinem Körper zu vertrauen und mein ganzes System lernt auch mir zu vertrauen, so ungefähr. Ja? Weil mein Körper ist eigentlich der Kompass, der mich durchs Leben führt, in jeder Begegnung, in jeder Situation, ist mein Körper, der mir die Signale durch die Gefühle gibt, durch die Empfindungen. Ist es jetzt zu kalt? Ist es jetzt zu heiß? Das, was er, sie jetzt gesagt hat, macht mich das wütend oder ist es okay für mich? Will ich das nicht? Bin ich hungrig? Bin ich nicht hungrig? Ja. Ich glaube, dafür ist es auch ganz wichtig, aber auch präsent zu sein. Im Jetzt und Hier, weil wir sind oft so, wenn das erfüllt ist, dann geht es mir besser, dann habe ich, und das beginnt ja schon, wenn ich die Schule abgeschlossen habe oder wenn ich dann, ich habe die 5 Kilo, dann mache ich das Shooting und
aber stattdessen zu sagen, jetzt ist auch okay und im Jetzt und Hier zu sein und dann auch diese Erfahrungen und diese Dinge, die ja vorkommen, die auch anzunehmen und jetzt einfach zu sagen, jetzt ist okay, jetzt ist schön, jetzt spüre ich das, jetzt empfinde ich das, jetzt ist, bekomme ich diese Zeichen von meinem Körper. Genau, und präsent sein können wir nur mit dem Körper und im Körper. Mhm. Weil in Gedanken sind wir immer im Bewerten, aufgrund von alten Erfahrungen, Überzeugungen, Glaubenssätzen und beamen uns irgendwo in die Zukunft oder sind eben in der Vergangenheit. Und nur mit dem Körper, über die Sinnesreize, die wir bewusst wahrnehmen, sind wir eigentlich präsent. Im Jetzt und Hier. Das kann man so etwas noch nie gesehen. Ja, finde ich, das trifft ur. Es ist mega, es ist so schön, was du da bist. Also, ich finde das so gut. Und ich würde dann gleich, ich glaube, das ist auch ein guter Übergang, nämlich zur nächsten Frage. Perfekt. Weil wir sind ja beim Spüren hier und jetzt und beim Körperlichen halt auch. Und ich wollte fragen, welche Rolle spielt die körperliche Intimität und das Kennen des eigenen Körpers, nämlich, weil da sind wir jetzt in die Richtung. Und welchen Einfluss nimmt das dann nämlich auf Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl? Weil, und das war das Thema so, wer kennt sich schon wirklich? Mhm. Es ist ja immer eine Reise, oder? Man verändert sich. Aber wie wichtig ist das? Ja. Das ist ja schon... Das spielt eine ganz wesentliche Rolle natürlich auch. Also jetzt, was das sich selbst kennen auf der Körperebene ist, glaube ich, immer ein Weg und eine Reise und ein Prozess, der eigentlich nie ein Ende hat, weil wir uns ständig verändern. Mhm. Ich sage oft in den Männerkreisen, die ich anleite zwischendurch zum Thema Sexualität, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Es gibt keine Gebrauchsanweisung für die weibliche Lust und den weiblichen Körper. Es tut mir leid, Patrick. Weil nur weil es bei der einen Frau funktioniert, heißt nicht, bei der anderen funktioniert. Und noch dazu, weil es bei deiner Frau heute funktioniert hat, heißt nicht, dass es morgen funktioniert. Genau. Ja, wir sind leider nicht so simpel gestrickt. nee, das hat wirklich mit der Energie zu tun, im Sinne von, wie war mein Tag heute, wie ist gerade die Lebensphase, wie viel Stress hatte ich, wie viel im Kopf bin ich, wie gut kann ich mich entspannen, wo stehe ich im Zyklus. Es ist so vielfältig. Also deshalb so den Körper kennen, ist halt echt a never ending love story. Und ich finde es auch das Schöne, das ist das, was es spannend macht. Das ist das, was ich auch Paaren versucht zu vermitteln, so diesen Blick drauf, hey, nur weil wir vielleicht 15, 20 Jahre zusammen sind, ist es ein kompletter Fehlschluss von unserem Gehirn zu sagen, ich kenne den und ich weiß, wie es mit dir im Bett ist oder wie du funktionierst im Leben. Wir verändern uns ständig und da gibt es immer was zum Entdecken. Genau, und körperliche Intimität, wenn wir es schaffen, so einen Raum zu kreieren, gerade in der Partnerschaft zum Beispiel, wo wir uns sicher fühlen, wo wir im Vertrauen sind, um eben in diesen, also wirklich in den Körper eintauchen zu können und den zu erforschen, dann in so einem intimen Raum, können wir vielleicht so Erfahrungen machen, dass der Körper uns Lust bereitet, dass der Körper ein sicherer Ort ist für uns, dass der Körper uns auch Entspannung und so einen inneren Frieden ermöglichen kann. Und all das ist für mich definitiv mit dem Selbstwert verbunden. Und zwar nicht mit dem Selbstwert, der so auf einer oberflächlichen, ich nenne es jetzt mal Ego-Ebene, kreiert wird. Das ist so dieses... Wie schaue ich aus? Was leiste ich? Was für Statussymbole habe ich? Wie viel Anerkennung bekomme ich von außen? Oh, ich habe einen guten Selbstwert, ich fühle mich gut und bin da voll im Selbstvertrauen. Und der andere ist halt der sich wirklich stark mit diesem Körperbewusstsein, den ich stark in Verbindung mit dem Körperbewusstsein bringe und der eben, so wie du schön gesagt hast, eher so diese Ausrichtung nach innen ist. Beginnt aber, glaube ich, bei einem selbst, oder? Also sich selbst kennenlernen, sich selbst zu entdecken, zu erfahren, was man selber mag. Und wie du vorher gesagt hast, ich glaube, das hört nie auf. Genau. Das ist aber so, also jetzt unabhängig von Männchen und Weibchen, wir sprechen ja auch in unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis über Dinge. Und ich höre so oft von Leuten, und ich befürchte manchmal, dass sie das glauben. Die glauben, sich zu kennen und dass sich da nichts verändert und dass sie nichts entdecken brauchen. Und ich denke mir, das ist so,
ich bin eher umgekehrt. Ich will immer entdecken und habe Angst vor Stillstand und habe eher die andere Richtung. Aber ich glaube, das ist schon ein lebenslanges Lernen, oder? Eine Entwicklung. Definitiv. Ich werfe niemanden vor, der das so sieht, weil das eine ganz natürliche Funktion unseres Gehirns ist. Ich schaue mir dich an, ich rede mit dir, ich begegne dir jeden Tag und dann habe ich irgendwo in mir so ein Bild gespeichert, wie du bist, worauf ich vertrauen kann, was sich sicher anfühlt, habe dir damit eine schöne Schublade kreiert. Und es spart mir Energie, weil ich brauche mich nicht jedes Mal auf was Neues einlassen. Aber es macht es dann halt auch zur Routine, weil du siehst dann nicht mehr den anderen wirklich, du nimmst ihn nicht wirklich wahr, du spürst ihn nicht wirklich, wenn du berührst. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich habe so viele Menschen schon berührt in den Tantra-Ritualen, das ist alles das Gleiche und ich mache das nur mehr mechanisch. Es ist eine bewusste Entscheidung, präsent zu sein, mit allen meinen Sinnen zu erfahren und diesen Moment, dieses Ritual zu kreieren und diesen Raum zu halten und jede Berührung ganz bewusst zu machen. Und es ist, ja. Aus deiner Erfahrung, ich finde das ganz spannend, weil wir das bei den Shootings teilweise erleben oder auch wenn wir mit Partnern von Kundinnen sprechen, wenn wir mit Menschen sprechen. Männer verstehen, glaube ich, gar nicht, überhaupt nicht. Die haben keinen Dau, was hier beim Shooting passiert, weil für die sind das einfach Bilder, die schön anzuschauen sind. Die haben, glaube ich, nicht das Verständnis, dass da für die Frau, die zu uns kommt, was viel Tiefgreifenderes passiert. Und ich muss gestehen, ich bin auch nicht so weit in die weibliche Psyche vorgedrungen. Es ist für mich manchmal noch immer faszinierend, aber auf eine wunderschöne Art und Weise, und das sind immer dann diese Gänsehautmomente, was wir erleben dürfen, was sich hier bei den Damen passiert. Und deswegen ist die Frage, die ich an dich habe, auch in dem Zusammenhang, hast du das Gefühl, dass es vielleicht für ein Geschlecht ein bisschen einfacher und leichter ist als fürs andere oder fürs eine schwerer ist, sich selbst zu entdecken und weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Ich kann das sehr gut mir vorstellen, was ihr da für Prozesse mitbekommt in den Shootings. Und das ist halt genau das. Man kann eine Tantra-Massage als eine einfach weitere Massage sehen oder wirklich als einen tiefgreifenden Prozess, der wirklich wie ein Samen sein kann, total viel Veränderung einleiten, genauso wie so ein Fotoshooting. Und um dann eben diese Bilder zu sehen, zu sagen, wow, dieser Körper sieht ja ganz anders aus, als ich mich selber wahrnehme, das ist unglaublich wertvoll, meiner Meinung nach, für uns Frauen. Ja, es ist für Männer allein schon von einerseits der Biologie und andererseits von der Sozialisierung her in meiner Wahrnehmung leichter, sich selber zu kennen oder zu erforschen, den Körper, weil einerseits das männliche Geschlecht ja anders ist, es steht ja hervor körperlich und dadurch fangen ja Männer, Jungs in ganz frühen Jahren schon an, ganz normal an ihrem Körper herumzuspielen und dadurch sich zu erforschen, weil das ist ja in Wahrheit ein Spielen. Ja? Ich sage ja auch immer zu Erwachsenen, hey, lass mal die Ernsthaftigkeit weg, ja? Mach ein Spiel draus. Ja? Und bei uns Frauen ist es einfach durch die Anatomie schon mal ein bisschen anders und dann ganz stark durch die Sozialisierung, weil ich kenne so viele Frauen, mich inklusive, die wir irgendwann in der Kindheit gehört haben, das gehört sich nicht und fass dich da nicht an und das ist schmutzig und das ist so und das so, ja. Mhm. Und es wird uns auch nicht vorgelebt. Also ich habe Chefs gehabt, als ich noch angestellt war, die vor mir gestanden sind und sich dann an die Eier gegriffen haben, weil das für sie so selbstverständlich und natürlich ist. Ja? Das würde eine Frau nie machen. Ja. Also das ist so diese Sozialisierungsgeschichte. Weil für uns ist es verpönt und für die Männer ist es was ganz Natürliches. Spannend. Ja. Habe ich auch. Soll ich das mal in die Baubranche schmuppern? Das kann man gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir festgehalten, wie wertvoll und wie wichtig es eigentlich ist, sozusagen sich selbst kennenzulernen, zu sich selbst zu finden, einen gesunden Selbstwert zu haben. Wie würdest du das jetzt in Bezug dann setzen, auch zu Beziehungen und zu Intimität? Wie wichtig, weil auch aus der Beratung für Paare, auch für Sexualität, wie sind da deine Erfahrungswerte? Ja, ich sage ja immer, der erste Schritt zu einer erfüllenden Beziehung beginnt immer mit der Beziehung zu dir selbst. Und das ist genau dieses Thema mit dem Selbstwert. Und ich glaube, wenn ich
diesen gesunden Selbstwert aus mir heraus entwickelt habe oder am Entwickeln bin, weil ich glaube, das ist auch immer ein Prozess, der lebenslang dauern kann, dann erlaube ich mir auch, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, da sein zu lassen und sie auch zu kommunizieren und dafür einzustehen, wenn sie wichtig erscheinen, sich wichtig anspüren. Und ich erlaube mir, Nein zu sagen zu Dingen, die ich nicht will. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wesentliche Basis ist, um in eine erfüllende Beziehung gehen zu können. Und der Punkt ist auch noch für mich so essentiell, wenn ich mir meiner selbst sicher bin, aus innen heraus, dann erlaube ich mir auch, mich verletzlich zu zeigen oder mich auch in meiner Scham zu zeigen, ohne Angst, dass der andere wegläuft oder mich dafür verurteilt oder sagt so, wie bist denn du drauf? Ja? Mhm. Es ist vielmehr eigentlich dann eine Einladung, auch für den anderen sich zu zeigen. Und ich glaube, das ist dann erst eine Ebene, auf der wir uns wirklich so richtig, richtig begegnen können. Das ist super schön. Mir fällt dazu auch ein, Esther Perel, die ja auch ganz viel zum Thema Beziehung, Sexualität macht, die letztens in einem Podcast gesagt hat, der beste Weg, mit Eifersucht auch umzugehen, ist einfach zu erkennen, dass Mann für sich selbst oder Frau für sich selbst okay ist. Also dieses auch in sich sozusagen zu sagen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und das Zweite, was mir dazu eingefallen ist oder was ich fragen wollte, ist auch, weil das weiß ich, das ist ein ganz großes Thema auch für dich, diese Kraft, die auch in der Lust, gerade bei Frauen und auch in der Sexualität liegt, die auch zu entdecken, wo ja auch wieder die Grundvoraussetzung, so diese Tür, die sich öffnet, ja auch in diesem, oder? In sich selbst liegt. Voll. Es ist genau diese Haltung von, ich bin okay, wie ich bin. Ich bin gut, wie ich bin. Und in Bezug auf erfüllende Beziehung oder auch ein bisschen so dieses Thema, was du jetzt mit Esther Perel erwähnt hast, wenn ich okay mit mir bin und mein Selbstwert genährt ist von innen heraus, dann stelle ich den anderen in der Beziehung auch nicht auf ein Podest, sondern wir können uns auf Augenhöhe begegnen, weil du bist okay, ich bin okay und ich bin nicht in dieser Bedürftigkeit, ich brauche den anderen, damit er mir sagt, dass ich okay bin, dass ich gut bin, dass ich schön bin und dann fühle ich mich geliebt. Genau, also das finde ich auch so einen ganz, ganz wesentlichen Standpunkt und dann können Themen wie Eifersucht, die immer wieder da sein werden und aufkeimen können, das ist einfach Natur des Menschen und ich glaube, wir haben alle irgendwo auch eine Verlassensangst in uns, die mal mehr, mal weniger spürbar ist. Aber auch das ist okay. Ja, und dann sind wir schon mitten so in der tantrischen Philosophie, so es ist alles willkommen und alles okay, wie es ist. Ja, es darf alles angenommen werden und das heißt nicht, dass es schön ist und es sich gut anfühlt immer, weil ich jetzt erleuchtet bin, sondern es darf sich auch richtig schwer und anstrengend anfühlen und ganz viel Angst da sein. Aber im Endeffekt geht es darum zu sagen, und es ist trotzdem okay, dass es jetzt so ist. Ja. So, und was war jetzt die Lust der Frau? Wie würdest du das beschreiben, die Kraft der Lust und die Kraft der Sexualität aus der Perspektive der Frau? Weil, vielleicht, wenn ich noch mal, die Konstellation kennst du wahrscheinlich aus deinen Beratungen oder auch aus den Tantra-Massagen ja auch öfters, dass Frauen zu dir kommen. Wir erleben das auch im Freundeskreis, auch von Kundinnen, die dann erzählen, sie haben deutlich weniger Lust vielleicht als ihr Partner oder wie auch immer. Und da liegt aber so viel Kraft drinnen. Voll. Der Punkt ist, dass, also die Frauen, denen ich begegne, ganz viele von ihnen mit der Überzeugung kommen, einerseits, sie haben nicht so viel Lust und sie spüren so wenig und sie wissen eh nicht, was sie brauchen und eigentlich brauchen sie es gar nicht und sie machen das Ganze mit Sex und Vereinigung eigentlich nur dem Partner zuliebe. Und das ist das, wo mir wirklich das Herz wehtut, weil es eben dieses Abschneiden von der eigenen Kraft ist, von der eigenen Lust, von der eigenen eigentlich sexuellen Energie, die in uns steckt,
die aber halt ganz anders funktioniert, als wir drücken ein paar Knöpfe am Körper und machen das 10 Minuten lang und dann ist die Frau bereit, sich körperlich zu vereinigen mit dem Mann. Kann manchmal funktionieren, weil wir auch hormonell gesteuert sind im Zyklus zum Beispiel, dass die Lust einfach da ist oder die Erregung, sagen wir mal eher so, dass die Erregung dann da ist und dass das dann auch super schön ist und intensiv und bis zum Höhepunkt. Aber das ist nicht die Kraft, die ich meine oder die ich immer wieder erfahren durfte durch tantrisch-körperliche Erfahrungen. Da geht es wirklich, ja, wie erklärt man das, dass es nicht so esoterisch wirkt? Aber da geht es wirklich um eine ganz innige, tiefe Verbindung mit dem eigenen Körper und zwar mit dem, was weiblich ist in unserem Körper. Und das ist der Schoßraum, der eigentlich empfängt und der erschafft, also Leben kreiert. Und das muss nicht das Menschenleben sein, sondern wirklich, da kommt die weibliche Energie her, die Lebensenergie. Und wenn man das schafft, für sich zu entdecken, sich damit so ein bisschen zu verbinden, das lernt, im Körper bewusst wahrzunehmen, zu spüren, dass es sich im Körper ausbreiten kann, zu merken, was das mit meinem inneren Zustand, was wir so oft sagen, so wie bin ich denn heute drauf, wie bin ich heute gelaunt, was das mit diesem inneren Zustand macht, was es mit meiner Ausstrahlung macht nach außen hin, nicht nur in Bezug auf einen männlichen Partner, sondern allgemein. Mhm. Es ist mega, es ist so kraftvoll. Ja. Und das ist voll schön, das ist die Frage. Ja, und das, was mir wichtig ist, das ist etwas, was Frau für sich entdecken darf und für sich, ich sage es bewusst, lernen darf. Das lernen wir nicht in der Sexualität mit einem Partner zuerst. Ja, das ist wirklich die eigene Hausaufgabe, sage ich jetzt einmal. Darf ich jetzt nur kurz, überraschenderweise, ich wollte auch sagen. Was ist da los? Was ist da los? Ja, aber das ist so, das finde ich ja so spannend, weil schon im Vorfeld, wie wir festgestellt haben, die Frau, der Mensch muss ja sich kennen, ja, und jetzt Thema Intimität und Sexualität bei Frauen, das gehört sich nicht, das darf man nicht und was da alles mitspiegelt, also wenn ich überlege, tendenziell Frauen werden ja auch so zu gefallen, man soll gefallen, man ist, ja, man sagt ja und man schaut, dass man immer die Frau ist, die der Mann gerade braucht oder so, ja. Also das finde ich ganz spannend und da kommt man ja immer mehr weg von dem, was man eigentlich selber will und deswegen, ich glaube, es ist für uns, wenn ich dann so zuhöre, auch bei Freunden und Bekannten, es ist ja nicht mal der Wunsch da oder dass man weiß, da gibt es eine Brücke zu mir, ja? Mhm. Da gibt es einen Weg, wo ich mal einfach nur nach mir schaue, nach innen gucke, mal spüre. Und deswegen, die Frauen wissen es ja auch gar nicht so. Ja? Da gibt es etwas, was wirklich nur für mich und schön sein könnte, was ich nicht für jemand anderen mache und erfüllen muss. Deswegen, das ist so gar nicht präsent, nämlich für Frauen, auch dieses Thema und drüber reden. Also ich finde, das fängt schon so weit außen an, wo ich merke, puh, da ist wirklich was voll schade ist. Deswegen, ich glaube, du stößt da auf ganz viele Frauen, die dasselbe Thema haben, ja, und gar nicht das Bedürfnis sehen oder, ja. Ja, das ist, keiner von uns lernt, wie Sex geht oder was Sexualität in Wahrheit ist. Und ich fasse das gerne ganz viel weiter unter dem Begriff Körperlichkeit, ja, wo ich sage, hey, es geht nicht nur um Sex in der Beziehung, wenn wir jetzt vom Körper, von der Körperebene sprechen, sondern lass uns mal von der ganzen Körperlichkeit sprechen, weil es kommen sowohl Männer als auch Frauen zu mir, die beide sagen, na, das mit so diesen einfach nur sich berühren, ohne dass es ein Ziel hat, das gibt es bei uns nicht, das kriegen wir nicht hin, so, ja. Oder wir haben die Zeit nicht. Oder meine Frau hat halt keine Lust. Naja, weil wir Frauen gelernt haben, sobald ich vom Mann berührt werde, gestreichelt werde, will der Sex von mir. Ja? Und dann verwehre ich mich oft schon gegen Streicheleinheiten und Berührungen, die ich eigentlich voll brauchen würde, weil ich eben jetzt gerade keine Lust auf Sex habe. Und als Mann traut man sich sowieso nicht oder hat es auch nicht gelernt, hey, man kann sich auch einfach nur berühren lassen und das ist super schön und nährt dich ganz auf einer tiefen Ebene. Und das heißt nicht, dass wir jetzt in eine sexuelle Vereinigung gehen müssen. Also dieses einfach mal zu entkoppeln, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Und auch die Sinnlichkeit. Ich finde, Sinnlichkeit ist immer irgendwie schon so sexuell angehaucht. Ja.
Hey, Sinnlichkeit bedeutet für mich nichts anderes als, ich mache mir mal meine Sinne und meine Sinneswahrnehmungen und die Sinneseindrücke bewusst und gebe dem mal Raum und spüre mich dann dadurch und bin präsent. Ich hoffe, dass ich, weil genau das ist mir zu dem Punkt auch eingefallen, weil diese Dinge kann man auch wieder sehr für sich selbst schaffen. Und ich versuche jetzt einfach ein paar Beispiele zu bringen, die mir dazu eingefallen sind. Ich weiß zum Beispiel, die Carmen liebt es für sich selbst. Sie nennt das Wellness für mich selbst. Wenn sie sich ein Peeling macht, wenn sie sich, sie rasiert sich und sagt, die Haut fühlt sich nachher seidig an. Das fühlt sich gut an, ich bin präsent, ich spüre das. Oder jemand, der sich für sich selbst schöne Dessous anzieht und sich ansieht und sagt, Hammer, wir hatten mal ein Model da, das war so fantastisch, wir sind abgebrochen vor Lachen, aber es zeigt dieses Gefühl, hat sie so gut beschrieben. Sie hat rote Dessous angehabt, waren wirklich umwerfend und sie hat gesagt, sie trägt die für sich und sie hat das Gefühl, das ist wie ein Superhelden-Outfit und wenn sie damit einen Mann verführt, dann hat sie ihn für alle anderen Frauen verdorben, weil sie, weißt du, was ich meine? Aber sie hat sich so sehr gespürt das war so, und diese Dinge einfach wahrzunehmen, nur einfach, und jetzt nicht, weil es für einen anderen macht, sondern für sie hat das, sie hat das Gefühl gehabt, wenn sie sich da reinwirft und genauso, es können so kleine Dinge sein, um sich wahrzunehmen und zu sagen, meine Haut fühlt sich jetzt schön an, wenn ich das tue, oder das sind so diese kleinen, es müssen gar nicht keine großen, das können kleine Sachen sein eigentlich. Ne? Ja, aber das spüre ich und das nehme ich in der Qualität erst wahr, wenn ich okay mit meinem Körper bin und mit mir. Und ich meine jetzt nicht, okay, ich sage jetzt so, alles ist perfekt und alles ist gut, sondern es ist so ein Grundgefühl innen, so eine innere Haltung, mein Körper ist okay, auch wenn er vielleicht Zellulitis hat und ich selber spüre, okay, ich habe 5 Kilo zu viel, ich merke, ich bewege mich schwerer oder so, aber ich bin trotzdem im Großen und Ganzen okay und ich bin dankbar für diesen Körper und ich pflege ihn, ja, und ich wertschätze ihn dadurch, weil ich finde, der Körper ist ein Geschenk und ohne diesen Körper wären wir nicht am Leben. Wir könnten gar nichts machen. Wieso lernt uns das niemand? Wo ist die Bildung? Ja, und wieso lernt uns auch niemand, wie Sex funktioniert? Ja, weil da wollte ich nämlich vorhin hin. So, es gibt nur Pornos. Alles andere gibt es ja nicht, weil wir lernen es nicht von Eltern, wir lernen es nicht von Gleichaltrigen. Der einzige Zugang sind Pornos und das ist eine bestimmte Art von Sexualität. Und natürlich gibt es solche und solche Pornos. Ja. Aber es muss nicht mit meinem inneren Wesen übereinstimmen, mit meinen inneren Bedürfnissen. Und Pornos sind immer zielgerichtet. Es geht immer darum, es geht immer um Penetration, es geht immer um den Orgasmus. Und darum geht es nicht beim Sex, nicht nur. Ja. Es ist so ein großes Spielfeld und ich glaube, da sind wir wirklich alle gefordert, also sowohl Männer als auch Frauen am Zug, dass die Frau sich bewusst macht und sich erlaubt zu sagen, meine Lust ist auch wichtig. Und von dem Punkt herkommt, ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert, wie mein Körper funktioniert und was mir Lust bereitet. Aber ich entscheide mich, was dafür zu tun und diese Kraftquelle für mich zu entdecken. Oder auch vielleicht festzustellen, das ist vielleicht nichts für mich. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass wir als Frauen Lust nur von Frauen lernen können. Ich glaube nicht, dass wir es von einem Mann lernen können. Wie soll das funktionieren? Mhm. Ja? Der Mann kann uns, ich kam nicht, ja? Der Mann, der Partner kann uns einen Raum bieten, was voll schön ist, wo ich vertraue und im Sichern bin. Und dann kann er der sein, der die äußeren Reize setzt und mir dient, dass ich meine Lust erforsche. Ja, und ich sage nicht, dass das jetzt jedes Mal so ist in der sexuellen Begegnung, aber dass wir uns bewusst solche Räume schaffen, wo der Mann sich einfach dienend zur Verfügung stellt seiner Partnerin, dass sie ihre Lust dann mit ihm erforschen kann weiter. Und genauso darf die Frau dem Mann, und da geht es, glaube ich, eben um das andere, auch mal dienen im Sinne von, ich berühre dich jetzt nur und ich berühre dich überall sonst und nur nicht in deinem Intimbereich, damit du auch das mal spürst. Ja? Weg von der Einweg-erogenen Zone des Mannes. Ja, aber es ist schon so. Ja, es ist, und jetzt muss man sagen, Thema Pornos, es ist ja, wenn man noch da mal drauf zurückkommt,
das ist das, was man lernt, so quasi. Also ich höre öfter, dass Frauen auch in so Podcasts oder so sagen, ja, ich habe mich so und so verhalten, weil da habe ich es gesehen und das macht wohl Frau. Ja, also ja das macht man wohl so. Genau, so sieht man aus, so klingt man, so, also so muss ich, solche Geräusche muss ich lassen von mir, ja. Nicht, weil es mir dort gefällt, sondern weil es erwartet wird. Also auf welcher Ebene man sich da begegnet. Es kommt nur jemand und sagt, okay, ich muss jetzt hier ein Programm erfüllen, ich muss performen, ja. Das hat ja nichts mit dieser Intimität zu tun oder mit dieser Sexualität, die eigentlich einer Frau jetzt mal was bringt, ja. Also es ist, ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber prinzipiell geht das so, es ist eine Variante für viele, ich will es gar nicht schlecht machen, aber es ist doch etwas, es ist zu wenig für uns, weil junge Frauen lernen dadurch oder haben den Eindruck, das ist Vorgabe. Und das ist das Problem. Und was ich schade finde, es gibt so viele verschiedene Spielarten und so viele Varianten und auch wieder so viel zu entdecken, dass es ja eigentlich super, super schön ist und super, wie gesagt, für mich ist da wieder, steht wieder die Neugierde und die Entwicklung einfach im Vordergrund zu sagen, was Neues zu lernen. Deswegen muss man selber, man muss echt wollen, weil es ist nicht auf Programm, ja, aber nein, es muss viel präsenter sein hier, Tantra und was es noch gibt, Sinnlichkeit und dass Frauen eben auch anfangen, darüber zu reden. Richtig. Kommunikation, das wollte ich die ganze Zeit sagen. Es Kommunikation. Es könnte so einfach sein, ja. Wahnsinn, sind wir uns einig? Dass du Kommunikation sagst, das ist ja so unglaublich. Ah, schön. Ja, absolut. Und nur zu Pornos. Die Pornos dienen dem Mann auch nicht, weil die Männer haben alle den Leistungsdruck, dass sie performen müssen, genau, dass sie nur performen im Bett, wenn sie eine Dauererektion haben. Und sobald sie es nicht haben, haben sie versagt. Stimmt, genau. Es ist für beide. Es ist für beide nicht dienlich. Genau. Und solange Frau ein Programm abspielt, ist sie im Kopf, da ist sie nicht im Körper und da ist sie nicht in ihrer Lust. Da ist vielleicht noch eine Erregung möglich, aber das ist für mich ein anderer Zustand und etwas anderes als Lust, als echte Lust. Aber auch dort wieder spielerisch loslassen, voll, bei sich selbst sein, kommunizieren. Es sind diese, es ist so witzig, weil eigentlich sind es diese Basics, auf die man immer wieder zurückkommt, im Präsent sein. Ja. Das ist dieses 100%. Ständig, man muss wissen, was man braucht. Ja. Den Körper haben wir, den haben wir geschenkt bekommen. Der kann so viel mehr als schön aussehen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Kann sich auch gut anfühlen. Wenn wir beim Anfühlen sind, komme ich mal zur nächsten Frage. Das große Thema Tantra. Was ist Tantra für dich und wie setzt du Tantra in deinem Privatleben um? Mhm. Weil dieses Wort ist ja so viel mehr. Mhm. Viele denken nur an ein Thema, aber was heißt das und wie setzt du das um? Also ich bleibe da jetzt wirklich komplett persönlich, was es für mich heißt. Und für mich ist Tantra definitiv eine komplette Lebenshaltung, Lebenseinstellung. Und ich setze es selten bewusst um im Alltag. Und doch fließt es durch meinen ganzen Alltag hindurch. Es beginnt mit dem Präsentsein im Körper, mich spüren. Und das bedeutet für mich im Alltag, dass ich morgens nicht wie ohne Kopf aus dem Bett raussteige und schon funktioniere, sondern mir bewusst 20, 30 Minuten, je nachdem, manchmal sind es auch nur 10, ja, weil ich Termine habe, Zeit nehme, wo ich reinspüre, wo noch nichts von außen kommt, auch keine Musik, kein Handy, kein Gespräch, sondern ich einfach nur spüre, wie fühlt sich mein Körper heute an, was ist da. Und manchmal ist es still im Sitzen, manchmal ist es im Stehen, mit den Füßen gut auf dem Boden, manchmal ist es in Bewegung, weil gerade irgendwie mein Körper sich bewegen will. Völlig egal, manchmal ist es Yoga. Genau. Dann sind so viele Kleinigkeiten, wie ich meinen Alltag gestalte, dass ich mir Pausen erlaube, dass ich echt reinspüre, wann ich was zum Essen brauche, unabhängig von dem, ob jetzt Frühstückszeit ist, ob jetzt Mittagszeit ist, Abendessenszeit. Wirklich dieses Spüren im Körper, also das ist so die Essenz für mich. Dadurch bin ich auch mehr präsent. Ja, immer wieder hier, immer wieder mich zurückholend über den Körper, übers Spüren und im Annehmen. Also auch wenn es mir richtig schlecht geht, auch das habe ich natürlich, zu sagen, okay,
wie spürt sich dieses Schlechtgehen im Körper an und was ist davon eine Geschichte, die ich mir im Kopf erzähle, ja? Das einfach so bewusst wahrzunehmen. Und man kann jetzt den Begriff Tantra drüber stülpen oder nicht, aber für mich hat es wirklich mit dem Befassen der tantrischen Philosophie so in mein Leben eingeschlichen, sage ich mal. Was mir noch dazu einfällt, jetzt in der Partnerschaft, in der Sexualität vor allem, dass wir immer wieder Räume schaffen, in denen wir uns einfach nur sexuell absichtslos, sage ich oft dazu, berühren, einander Berührung schenken oder eben genau das, was ich auch vorhin erwähnt habe. So einer ist in der Empfängerrolle, so wie im Tantra-Ritual, das ich anbiete, und der andere ist der dienende Part, ja. Und nicht dieses Vermischen dadurch. Ich reibe ein bisschen an dir rum, du reibst ein bisschen an mir rum, so, und eigentlich spüre ich mich nicht und du spürst dich nicht. Und genau, und eben, dass es dann so Räume sind im Sexuellen, wo es kein Ziel gibt, wo es nicht darauf ausgerichtet ist, wir müssen jetzt ein Vorspiel machen, dann kommt es zur Penetration und dann gibt es einen Abschluss mit einem Höhepunkt und dann kommt zuerst die Frau, dann der Mann, so diese Klassiker heute. Nee, da geht es einfach nur, was ist im Moment da, was fließt gerade, und wenn gerade eine animalische Energie da ist, dann darf die gerade da sein und dann darf sie es wieder verändern und ganz slow werden und so. Also solche Dinge würde mir jetzt dazu einfallen. Mhm. Genau, und als Basis oder als Grunderklärung ist für mich Tantra, oder Tantra beginnt für mich in der Präsenz. Also es ist das absolute Fundament, präsent sein. Mhm. Und präsent sein ist eben durch den Körper. Und Tantra ist eben auch bekannt dafür, dass es so ein Gegenstrom war und ist zu allen anderen Philosophien, vor allem zu der Zeit, als es entstanden ist, dass es den Körper mit einschließt. Weil alle anderen Philosophien sagen, wir müssen die körperlichen Triebe in den Griff kriegen, wir müssen uns disziplinieren, um irgendwo erleuchtet zu werden. Und Tantra sagt, nee, wir haben den Körper, wir akzeptieren den Körper, wir wertschätzen den Körper. Weil eigentlich ist der Körper der, der uns all das erfahren lässt. Also auch eine Erleuchtung vielleicht. Mhm. Mhm. Und hat jetzt deine Arbeit oder sozusagen dein tantrischer Weg, dein persönlicher, hat der deinen Blickwinkel und dein Verständnis von Beziehungen und Intimität verändert? Also du hast ja ein paar Dinge hast du schon angesprochen, aber gibt es da ein paar Sachen jetzt auch, wenn du an Klienten denkst, an Klientinnen, die zu dir kommen, wie hat das deine Sichtweise auch verändert oder beeinflusst? Also es hat definitiv meine Sichtweise beeinflusst, das, was ich durch die Tantra-Rituale, durch die Berührungssessions wirklich ganz tief in mir verankert habe, ist dieses urnatürliche menschliche Bedürfnis, unabhängig von Alter, unabhängig von Geschlecht, nach Berührung. Das ist so, also das macht so viel mit einem Menschen, mit dem ganzen System, egal ob das jetzt der CEO ist, ob das eine Studentin ist, das ist so das tiefste natürliche Bedürfnis von uns Menschen. Und wir sind so ausgehungert nach Berührung. Eben nach einer Berührung, die kein Ziel hat. Ich berühre dich nicht, um zu penetrieren oder um zu kommen, sondern ich berühre dich nur, um dich zu berühren. Wir haben das, ist so witzig, mir fällt es bei dir auf, wenn wir uns begrüßen, und wir haben auch einen sehr lieben Freund von uns, der umarmt anders. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht so ein sondern wirklich, als würde er dich, der, weißt du, und das wäre dir auch so, wenn du einen umarmst, wenn du einen, und auch das mit deinen Berührungen, so, das ist was anderes. Das ist dieses, das gewollte, ist dieses, ja, genau, bewusste, ja, genau. Dieses auch dieses jetzt, das ist geil. Ja. Und wir sagen, dass wir geben es ihm niemals Feedback und sagen, jetzt ordentlich drücken, und das ist bei dir auch so, deine Berührungen sind so, fällt auf, weil es fällt heutzutage auf, du magst berühren, das machst du bewusst. Und auch wenn wir uns begrüßt haben oder auch wenn wir uns das letzte Mal, wie wir den Podcast vorbereitet haben, wie wir uns verabschiedet haben, deine Umarmung ist auch so, das ist etwas ganz Bewusstes jetzt. Präsent. Es ist so cool, es ist so cool. Also es beginnt, finde ich, bei... Ja. Es gibt Tantra-Workshops, in denen man umarmt. Großartig. Ja, großartig. Gerade als es anfängt. Leute, geht dorthin.
Oder wo man lernt zu küssen. Ja. Also so banale Dinge. Oder eben zu berühren. Ja, ja, schau. Das ist wirklich cool. Das muss man, weil das fällt ja auf. Mhm. Das ist so auffallend, wenn dich jemand so begrüßt, dass ich das dann ansprechen muss. Und dann sage ich, Mensch, du bist, keiner umarmt mich so wie du. Natürlich, wenn er uns jetzt sieht, gell, wird mir gleich nochmal gedrückt. Genau, und das ist genau, also das ist der Punkt, wo ich sage, durch das, wenn ich jemanden umarme, hat dieser jemand, oder wenn ich dich umarme, hast du die Gelegenheit, die Möglichkeit, dich selbst überhaupt zu spüren. Ja. Ja? Ja. Weil so spüren wir keine Außengrenzen. Und das sage ich ja auch in den Berührungssessions. Durch die Berührung hast du erst die Möglichkeit, deine Außengrenze zu spüren und deine Empfindungen mal bewusst wahrzunehmen, weil du musst jetzt nichts mir geben, sondern du bist einfach nur im Empfangen. Mhm. Und das sind so wichtige Räume, finde ich. Und das kann man sich in der Beziehung auch gegenseitig geben, indem man wirklich so bewusst diese Räume schafft, diesen Zeitframe sich einteilt und sagt, hey, jetzt bist du einfach nur im Empfangen und du kannst dich mal spüren und dieses Körperbewusstsein mal entwickeln. Das ist aber auch ganz wichtig, weil unabhängig jetzt von einem Tantra-Ritual oder von Berührungen oder von einem Kuss oder von einer Umarmung, also sozusagen, man muss es auch bewusst annehmen. Ja. Es gibt ja viele Menschen, das kennen wir auch, die möchte man umarmen und die strecken sich emotional schon so weit von dir weg. Da berührst du vielleicht die Schultern, aber du merkst, emotional steht die Person drei. Also es können auch dort beide dazu. Absolut. Also dieses, man muss es auch zulassen, man muss es auch annehmen können, auch im Jetzt und Hier sein und nicht schon wieder. Ja. Schon. Ja, ja, das meinte ich. Das muss man sich mal trauen heute, jemanden richtig zu knuddeln. Ja. Weil es, wie gesagt, mir fällt es auf, wenn das jemand macht. Das ist eher so dieses... Ja, ja, dieses, ja, ja. Ich umarme dich, ja, bleibe ja, auf ja, 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 genau. Weil da sind wir schon im Wohlfühlbereich. Dass ja, unsere Grenze beginnt ja wann, weiß ich nicht, 30 Zentimeter. Unterschiedlich, auch in der Kultur, ja. Aber auch, genau, ja, ist abhängig, wo man sagt, okay, da ist meine Grenze, jetzt ist er in meinem Wohlfühlbereich, mag ich das, will ich das, ja, genau. Aber es ist so einfach und so schön. Aber da sind wir auch in diesem Spüren. In Wahrheit, der Mensch, der sich nicht auf diese Umarmung einlässt, spürt sich nicht. Also entweder er erlaubt sich nicht zu sagen, du, ich mag das jetzt gerade nicht, ja, oder er spürt sich einfach nicht und ist in einer Daueranspannung. Es gibt so viele Menschen, die körperlich so angespannt sind, dass die gar nicht anders umarmen können. Mhm. Und manchmal braucht es dann nur dieses, hey, atme mal tief aus, lass mal los, lass mich dich mal umarmen, nochmal. Und dann verändert sich schon was. Mhm. Das kann man wirklich so mal. Was mir auch extrem aufgefallen ist, oder uns beiden eigentlich auch aufgefallen ist, auch diese Durchgängigkeit, dass der Körper als ein Ganzes okay ist und dass auch die Streichungen von den Füßen rauf bis zu den, dass es so diese Durchgängigkeit hat, das fanden wir auch beide sehr schön. Also das ist mir aufgefallen, das fand ich auch extrem schön, dass alles okay ist, dass es grenzenlos ist. Ja, ja, ja. Und das ist so ein Aspekt, mit dem ich gerne so im Hintergrund für mich immer wieder, also den ich bedenke, ist dieses dem Menschen ermöglichen, seinen Körper als Ganzes zu spüren. Und das ist so schön mit diesen langen Ausstreichungen jetzt zum Beispiel oder langen Berührungen, zu merken, hey, von meinen Füßen, da geht es ja rauf bis zum Kopf das oder bis zu den Fingern. Irgendwie gehört es doch zusammen und da kann es fließen und ist voll schön, ja. 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 Nur wenn man das erlebt hat, möchte man es gar nicht mehr anders. Nee, ne? Nein, ist ja so, oder? Ja, ja, genau. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Und das sind die Erfahrungen, die ich meine, um es jetzt so zum Rundmachen. Ja. Das sind die Erfahrungen, die es ermöglichen, ein anderes Körperbild übers Körperbewusstsein und Körperspüren zu entwickeln. Also ein eigenes körperliches Selbstbild zu merken, wow, es ist egal, ob ich jetzt dem Schönheitsideal, was da draußen auf irgendeinem Plakat steht, entspreche. Ja. Das fühlt sich einfach geil an. Das fühlt sich einfach gut an. Ja. Und das ist so viel mehr wert. Ja. Können wir irgendwie ein Tantra-Ritual nicht zumindest eins, so als Grundausbildung irgendwie in die... Für Beziehungskompetenz. Für Beziehungskompetenz, was auch immer. Ja, irgendwie so...
keine Ahnung, keine Matura ohne Tantra-Ritual oder so. Nein, also, aber ja, das nein, aber ja, ich habe ja auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du sowas erlebst, eine Tantra-Massage, ist es so, ich glaube, meine erste Aussage war, das sollte jede Frau gemacht haben. Ich habe das muss gesagt. Muss, ja. Weil, weil da viel zu wenig in dem Bereich passiert und ich glaube, dass Frauen haben ja selber Angst manchmal, sich selbst zu entdecken. Ja, das ist ja einfach, oder hatten nicht den Mut oder sich nicht die Zeit genommen oder gesagt, dass das was Tolles ist oder, weißt du, in die richtige Richtung mal führen oder und da habe ich gedacht, das ist das genau das Richtige, was für sich selber, um herauszufinden, wie spürt sich was an, ja? Also fand ich ideal eigentlich, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen, gell? Und ich glaube, dass es ja auch wichtig ist, in beide Richtungen, was fühlt sich gut an und aber auch anzunehmen und zu akzeptieren, was fühlt sich vielleicht für mich nicht so gut an. Total. Also aber auch das ist aber eine wesentliche Information am Ende des Tages. Ja, natürlich, das kann ja sein, okay, das finde ich nicht so gut oder das ist nicht so interessant. Ah, der Punkt ist interessant oder das ist schön. Und da geht es ja um dieses Präsentwahrnehmen, einfach mal empfangen und gucken, was macht das. Wenn du sowas erlebt hast, eine Tantra-Massage, und die Leute wissen das, die trauen sich fast nicht zu fragen. Woher hast kommt du das die auch Angst? Schon mal? Also woher diese, kommt die da Angst? Ist wieder dieses, traue ich mich jetzt, trete ich der Carmen zu nahe? Mhm. Ist das zu intim? Kann sie mir das erzählen? Und ich habe immer nur gedacht, die wissen doch, dass ich das gemacht habe. Warum fragt mich denn keiner? Weißt du, sind die nicht neugierig? Ja, und Neugier war ganz oben, ja? Ja. Aber dann ist man so vorsichtig und gehemmt. Was bedeutet das jetzt, wenn ich frage, trete ich zu nahe? Was sollte ich neugierig sein oder nicht? Gell? Ich weiß gar nicht, was sich die Leute alles von außen, aber es ist dann eher so, man sagt nichts und wartet mal ab. Kommt von mir was? Das ist so diese Angst- und Schamgeschichte und Sexualität. Das ist so dieser Widerspruch für mich. Es ist überall Sex da draußen, ja, in den Medien, Sex-Sales, alles, ja. Leicht bekleidete Menschen, was ja mittlerweile komplett sexualisiert ist, obwohl es einfach nur ein natürlicher Körper ist. Und dann reden wir aber nicht drüber, weil es komplett tabuisiert ist. Ja. Es gehört hinter verschlossenen Türen und im Dunkeln des Schlafzimmers unter der Bettdecke, bitte. Ja. Es ist so arg. Es ist total strange eigentlich. Ja. Und es ist halt auch dieses, wir haben den Körper, den nackten Körper komplett sexualisiert. Das ist eigentlich so abartig, weil der Körper ist was ganz Natürliches. Ja. Diese Kleidung, die wir tragen, ist einfach ein Kulturzeichen unserer Zeit, sage ich jetzt einmal. Und natürlich macht es Sinn, weil es ist zwischendurch kalt und warm und so weiter und schmutzig und was weiß ich. Aber der Körper ist, nur weil ich nackt bin, hat das noch nichts mit Sex zu tun. Genauso wie eine Tantra-Massage nichts mit Sex zu tun hat. Nein, es ist aber wirklich, es ist wirklich total spannend. Du musst vorher sagen noch, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Manche sind jetzt vielleicht... Genau, und ich gehe jetzt sogar noch so weit, nicht einmal Lust hat nur mit Sex zu tun. Das stimmt. Das stimmt. Das ist so, und das ist das, was ich meine, die Lust als Kraftquelle für eine Frau. Das Lebensenergie pur. Welche Ratschläge würdest du jemandem geben, der Schwierigkeiten hat, seine sinnliche Seite zu entdecken oder zu akzeptieren? Ja, dem würde ich einfach sagen, Raum und Zeit für seine Sinnlichkeit einzuräumen. Im Raum einzuräumen, also Zeit sich zu nehmen, zu spüren und Sinneseindrücke bewusst wahrzunehmen. Und das kann ganz spielerisch sein, alleine mit jemandem. Es kann in der U-Bahn sein, einfach da zu sitzen und zu sagen, wie spürt sich denn das an? Und ganz präsent zu sein und nicht gleich ein Label drüber zu legen, zu sagen, ah, okay, das ist jetzt eine Berührung von mir, das ist jetzt nicht so spannend. Ja, das ist immer diese Bewertung im Kopf. Nee, einen Schritt vorher, wie spürt sich das an? Aha, da ist jetzt was Warmes auf meinem Arm. Mhm. Ich spüre jetzt meinen Oberarm dadurch und das prickelt, jetzt geht da so rein. Und also so auf dieser wirklich körperlichen Ebene zu bleiben. Genauso wie mit, ich schaue mir was an, schaue mir eine Blume an. Was spüre ich denn im Körper, bevor ich bewerte, das ist eine schöne Blume oder die gefällt mir nicht. Ja, dann rieche ich dran. Nicht anfangen mit, ich finde den Geruch gut oder nicht gut, sondern
okay, ich atme ein, ich spüre meine Lunge, ich spüre meinen Brustkorb. So, also diese Körperebene in der Wahrnehmung hervorzuheben. Das ist für mich die Sinnlichkeit zu erkunden. Und dann kann man das super schön in ein gemeinsames Spiel mit reinnehmen. Das kann man mit Kindern machen. Das ist ja nicht im sexuellen Kontext, kann aber auch im sexuellen Kontext. Kinder sind da noch viel offener, weil die nehmen einfach mal wahr und an, oder? Mhm. Die Bewertungen, ohne zu bewerten. Die Bewertungen lernen sie erst von uns, von uns Erwachsenen. Ja. Und Sinnlichkeit oder sinnliche Seite akzeptieren. Die sinnliche Wahrnehmung ist was zutiefst Menschliches. Also da, das ist so ein Grundsatzthema. Habe ich ein Thema, menschlich natürliche Dinge zu akzeptieren, dann muss ich irgendwo tiefer und anders anfangen als bei der Sinnlichkeit. Ja. Ja. Mhm. Dann muss ich mich eher so in den Glaubenssätzen ein bisschen hinterfragen und beleuchten. Glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass das trotzdem, dass die Glaubenssätze schon ein großes Thema sind. Also ich glaube schon, dass da viel, ich mag dieses Wort nicht so oft, aber stigmatisiert ist schon viel, ja, und geprägt, darf nicht, soll und nicht. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und am Ende des Tages, wir sind halt Menschen, es ist halt so. Und wir sind offene Systeme. Wir sind ständig in Beziehung und ständig am Aufnehmen von Informationen. Ich sage immer, die Informationen, die wir bewusst aufnehmen, das ist noch halb so gefährlich wie die Informationen, die unbewusst reinfließen. Und wie viel fließt in unserer Kindheit unbewusst rein? Und wie viel vergessen wir, dass da reingeflossen ist, aber es wirkt. Ja. Und das ist so, ich wage ab und zu mal das Gedankenexperiment, dass wir so mit, um jetzt irgendwas zu sagen, mit 20 alle so einen Kurs machen müssen und dürfen, wo wir lernen, all unsere Glaubenssätze mal auf den Tisch zu legen und für uns anzuschauen und zu hinterfragen, ist der Glaubenssatz für mich wahr und möchte ich den weiterhin glauben und ist er mir dienlich? Weil natürlich hat er vielleicht irgendwann mal eine gute Funktion gehabt. Aber einfach zu schauen, will ich den weiterhin glauben und mein ganzes Leben danach ausrichten? Weil das tun wir in Wahrheit mit den Glaubenssätzen, die wir haben. Oder hinterfrage ich den und mag den eigentlich verändern? Also ich finde, das sollten wir an einem Punkt ich in unserem das Leben schön, alle machen das und dann vielleicht wieder mit 30, gut. mit 40. Ich finde das voll gut. Genau, immer wieder neu überarbeiten. Ja. Voll, voll. Dinge einfach in Frage stellen. Ja. Weil dafür haben wir das Gehirn, das ist ein mega, mega Werkzeug, ein Supercomputer. Den Körper zum Spüren und das Gehirn, um Dinge und Glaubenssätze in die Frage zu stellen, oder? Also eigentlich haben wir das geniale System. Ja. Wir nutzen es nur nicht, noch nicht so, nicht den Möglichkeiten entsprechend, um es jetzt so zu formulieren. Ja, das war jetzt wieder ein Wahnsinns-Podcast. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das so aufregend und spannend und ich finde es so schön, mit ihr darüber zu reden. Und es gibt einem so viele neue Einblicke und Eindrücke und das muss man auch erstmal auf sich einwirken lassen. Und ich bin begeistert und ich bin super, super froh, dass wir heute die Asra bei uns hatten. Was ich auch sehr spannend finde, sind eben diese Überschneidungen, die es in Ihrer Arbeit gibt und in unserer Arbeit gibt, obwohl die Arbeit unterschiedlich ist. Bei uns geht es sehr viel um das Sehen, Erleben auch, sich fallen zu lassen. Da geht es ja bei ihr auch, sich öffnen, egal ob in der Beratung oder bei der Tantra-Massage, sich anzuvertrauen, dort zu spüren, mehr über sich zu erfahren. Das ist so der große Bogen über beide Tätigkeiten. Und diese Überschneidungen, diese Gemeinsamkeiten, die finde ich einfach total spannend, auch zu hören, auch zu erfahren, was das auch in den Frauen dann bewegt, in den Menschen bewegt, das, was wir erleben dürfen, das, was sie erlebt. Also das ist natürlich fantastisch da. Die Gänsehautmomente, ich glaube, sie hat es auch mal so beschrieben, die einfach fantastisch schön sind. Ja, weil am Ende passiert alles da drin. Ja? Mhm. Das ist das Spannende. Wenn wir jetzt da draußen Damen sitzen haben, ich bin mir sicher, dass da draußen Damen sitzen, die zum Shooting wollen, wenn sich der eine oder andere vielleicht nicht selbst ermöglichen kann, Carmen, wie ermöglichen wir es? Ja, also man hat die Möglichkeit, uns zu kontaktieren über unsere Seite boudoirsecrets.at/podcast. Und auf dieser Seite findest du unten ein Kontaktformular. Und hier kannst du uns schreiben, was dir so ein Shooting bei uns bedeuten würde.
und was dich da bewegt, warum du das gerne machen würdest. Und dann hast du eine Chance, eine Möglichkeit, so ein Shooting bei uns zu gewinnen. Genau. Also ich sage es immer wieder dazu, kommt nicht darauf an, dass du Millionen Follower hast oder irgendwas Besonderes, sondern einfach schreibe uns, was für dich bedeutet. Wir möchten so ein bisschen das nachempfinden können, das heißt so ein bisschen unser Herz berühren, dass wir wissen, wie wir dir helfen können, womit wir dir eine Freude machen können, was das für dich bedeutet. Und dann bist doch du schon vielleicht bei einem der nächsten Podcasts bei uns dabei. Und ja, darüber würden wir uns sehr freuen. Das war's für diesen Podcast. Ein bisschen ausführlicher, super spannendes Interview. Die Kontaktdaten von der Asra, wenn du dich dafür interessierst, sind auch im Disclaimer unter dem Podcast, unter dem Video auf YouTube. Und ja, freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir. Gib gut Acht auf dich, weil du es wert bist. Und ja, wir sehen und hören uns im nächsten Podcast. Bis dann. Baba. Bis bald. Baba.